nicht so kalt. Ich glaube, es sind, weiß nicht, 8 Uhr morgens, so 8 Grad im Januar. Nee, es ist Februar. Morgen ist Valentinstag übrigens. Also morgens sieht es eigentlich immer hier so aus. Auch in Dublin ist es ganz oft morgens einfach wolkig und so ein bisschen trüb. Mal so zu 90% der Fälle kommt dann später die Sonne raus. Hier ist es halt extrem windig, weil ich so nah am Meer bin, ne? Also der Nordatlantik ist hier gleich um die Ecke, so ein paar hundert Meter. Aber man merkt es halt extrem, ne? Die Wolken ziehen sehr schnell. Ja, das ist schön. Die Luft, die Ruhe. Diese Ruhe. Ich weiß nicht, wo auf der Welt man so viel Ruhe hat. Ich mache jetzt einen Tee. Tee! Ich liebe ja Feuer machen, ne? Das ist so ein bisschen wie dieses Dominosteine legen. Wenn man es gut macht, dann funktioniert es. Einmal angezündet werden soll und dann am besten brennt für Stunden. So, gucken wir mal. Die Qualität vom Holz ist natürlich auch immer wichtig. Ich lege dann die anderen schon so ein bisschen davor, damit das Holz schön trocken wird. Sonst brennt es nämlich nicht ordentlich und das ist noch so ein bisschen feucht. Ich möchte jetzt einen traurigen Moment mit euch teilen. Ich war gerade mit der Drohne unterwegs. Die Drohne ist irgendwo unterwegs, aber nicht mehr mit mir. Naja. Hier ist es sehr windig. Sie ist mir jetzt mitten im Berg irgendwo abgestürzt. Was soll ich machen? So, das soll sich jetzt auch nicht komplett bescheuert anhören, aber irgendwie bin ich sogar gerade ganz froh. Also, was heißt froh? Aber ich versuche gerade meinen Nutzen daraus zu ziehen, dass die Drohne runtergeknallt ist, weil es ist natürlich schon was Extremes so. Also das ist es halt. Ich gucke mir jetzt einfach diese Faktoren an, die mich jetzt gerade belasten. Also das ist halt das, warum ich hier bin, um mich besser kennenzulernen und vielleicht und jetzt halt gerade so eine Situation zu haben, die einen emotional halt sehr auffühlt, die Situation jetzt gerade Zeit zu haben, mich dabei zu beobachten, welche Gefühle und welche Gedanken auftreten und das so ein bisschen zu reflektieren, finde ich gerade mega interessant. Und was halt meine Gedanken beschäftigt, ist, dass die Aufnahmen weg sind. Und dass ich halt jetzt keine Aufnahmen mehr machen kann. Also prinzipiell geht davon jetzt halt die Welt nicht unter, ne? Das ist halt schade, aber. Und ich denke mir halt einfach, diese Zeit, die ich jetzt damit verbringen würde, mich darüber aufzuregen, klar, ich beschäftige mich gerade damit, aber eben im positiven Sinne. Aber die Zeit, wo ich mir jetzt sozusagen schlechte Gefühle damit machen würde, diese Zeit kann ich mir nie wieder zurückholen. Ich kann mir eine neue Drohne holen, vielleicht irgendwann, aber ich kann mir diese Lebenszeit, die ich mir jetzt mit schlechter Laune vergeuden würde, die kann ich mir nicht mehr zurückholen. Und schon gar nicht hier. Also von dem her ist genau, also so dieses, diese Situation so zu behandeln und so zu denken, ist wie Training. Und ich bin seit einiger Zeit dabei, das zu trainieren. Und je besser das wird, desto leichter geht man irgendwie durchs Leben. Das ist mega. Ja. Scheiße. Ihr müsst euch auch was denken. Leute, ich habe die Drohne runtergeknallt. Ich habe die beste Laune meines Lebens. Aber genau deswegen bin ich hier. Und hier in dieser Umgebung ist man einfach so geerdet, dass so etwas wie eine Drohne total unwichtig erscheint. Das sind halt so diese Sachen, die ich aus dieser Zeit liebe, dass ich diese Sachen daraus lernen kann und rausziehen kann und lernen kann, mit mir besser umzugehen. Und ja, nicht nur das, ich merke einfach, wie das ist so eine Auszeit, eine Auszeit, so, das ist eine Detox-Zeit, das ist so
Seelenauszeit. Und ich merke nicht nur, wie mir geht's einfach viel, viel besser in der Zeit. Ich werde ruhiger, ich werde mir selber bewusster, ich lerne mich besser kennen. Und ich merke auch, wie sich alles an mir erholt. Allein an meiner Haut. Das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich hier bin, kommt mal erstmal so, das hört sich jetzt eklig an, sorry, also, ne, aber da kommt mal so der ganze Dreck raus, ne, also da sprießt erstmal alles hier und, aber ich merke auch gleichzeitig, wie das einfach dieser Prozess ist, dass sich alles reinigt. Also zum einen, es reinigt sich das Innenleben, es reinigt sich die Haut, das von innen, alles kommt nach außen, wie viel Ruhe ich in diesen letzten, ich glaube, 30 Stunden jetzt gefunden habe, in denen ich hier bin. Nee, so schon länger. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier bin. Ich glaube, wisst ihr was? So, der Mehrwert von dem Video ist jetzt gerade aus dieser Situation zu lernen, ist viel mehr wert als eine Drohnenaufnahme. Für mich gerade. Und ich hoffe für euch auch, dass ihr darin jetzt auch irgendwie was erkennt. Wenigstens ist es ein schöner Ort auf dieser Welt, an dem die Drohne abgestürzt ist. Es ist ein großer Unterschied zwischen Dublin und Irland. Also, nicht wirklich. Also es ist ein großer Unterschied zwischen Dublin und halt hier draußen zu sein. Das sind zwei komplett verschiedene Welten. In Dublin, das ist Leben, da ist Action, da ist, oh mein Gott, da ist so viel Action. Und hier draußen ist einfach die pure Stille. Es ist die perfekte Harmonie. Also ich kann schon verstehen, warum Dublin auch so begehrt ist. Also zum einen, man hat alles da. Und auf der anderen Seite ist man in kürzester Zeit einfach in dieser wunderschönen Natur. Na dann. Hallo! Hallo! Na du? Warte auf mich! Oh nein, es läuft weg! Wir ziehen ein weiteres Fazit aus Projektdrohne. Sowas, solche Gedankengänge sind dann halt auch sowas, was ich mir dann aufschreibe. Also zum Beispiel Gefühle von den Gedanken zu trennen. Das ist halt ganz klar Bewusstseinstraining. Und wenn man in, keine Ahnung, in Momenten, die einen emotional aus der Fassung bringen, es schafft, ein Bewusstsein zu erlangen über die Situation, sozusagen die Situation wertfrei betrachten kann. Entschuldigung. Und sozusagen halt einfach die Situation mal anzugucken und seine eigene Wahrnehmung wegzuschieben und mal zu gucken, ist die Situation denn jetzt eigentlich gerade in dem Moment wirklich so schlimm? Und ist es das wert, sich darüber jetzt gerade aufzuregen, sich schlechte Gefühle zu machen? Und ich finde, nein. Und ja, das ist halt dieses Bewusstseinstraining, was sehr viel zum inneren Frieden beiträgt. Im Alltag ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich gerade nach solchen Sachen die Zeit zu nehmen, auch mal zu beobachten, wie man sich danach verhält. Und ja, deswegen ist es gerade sehr gut. Ich ziehe mein Fazit. Außerdem stelle ich ganz stark mein inneres Glück über mein äußeres Glück. Das heißt, ich bin lieber innerlich zufrieden, als dass ich mich über äußere Sachen aufrege. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, die Frage ist halt, ist diese Situation es mehr wert, sich darüber aufzuregen, als einfach glücklich und zufrieden zu sein. Das ist so. Ja.
Am Anfang irgendwie, wenn man damit anfängt, ist es gar nicht so einfach, so zu denken. Aber mit der Zeit, man muss sich nur einfach so seine Gedankenmuster programmieren. Und wenn man diese Gedankenmuster hat, dann wird das irgendwann ganz einfach. Dann, ich weiß gar nicht, weil ich mich, wisst ihr, ich weiß gar nicht, wann ich mich zum letzten Mal richtig aufgeregt habe. Doch, ich weiß es. Ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer. Da war ich noch nicht so weit, ne? Da, ja. Wie spät haben wir es jetzt? Ich habe gerade noch einen Salat gegessen. Die Zeit vergeht hier irgendwie total schnell. 16, es ist 16:30. Oh, die Sonne. I make my way down through the sweet.